Du wirst doch keine Angst haben. Fred, bitte. Ich kenne mich mit korrupten Ministern aus. Ist kein Problem. Aber Frauen... Meine Schwester ist keine Frau in dem Sinne. Sie ist besonders. Wenn einer das schafft, dann bist du es. Wenn unvorhersehbare Dinge geschehen. Frau Krämer, mein Name ist Max Reimann. Ich würde gern mit Ihnen sprechen. Ich verstehe das überhaupt nicht. In unserer Familie hatte nie jemand so eine Krankheit. Es muss doch eine Möglichkeit geben, um Fred hierher zu transportieren. Er will nicht mehr reisen. Aber es geht doch um sein Leben. Er würde sich wirklich so freuen, Sie zu sehen. Für Fred. Muss man bereit sein, neue Wege einzuschlagen. Was machen Sie eigentlich bei Childcare? Ich reise herum, hauptsächlich in Afrika. Verteile die Gelder der Sponsoren. Ach, der gute Onkel, wie angenehm. Der gute Onkel muss leider sehr oft Nein sagen. Es ist nämlich immer zu wenig Geld da. Tabo, das ist Frau Eleonore Krämer, Vater Freds Schwester. Guten Tag, Missy. Um seinen Ängsten ins Auge zu blicken. Eleonore. Was machst denn du für Sachen? Und du stolzierst hier herein wie ein African Queen. Flieg mit mir nach Hause. Darf man sich der Wahrheit nicht verschließen? Ich bin zu Hause. Wovor hast du eigentlich Angst, Ellie? Vor vielen Menschen. Vor dem Fremden. Und davor, dass ich vielleicht nicht gut genug sein könnte. Angst geht weg. Denn am Beginn eines neuen Lebens... Vater Fred hätte uns nie im Stich gelassen. Ich lasse euch doch nicht im Stich. Ich schicke euch... Immer wird nur was geschickt, aber niemand ist wirklich da. Kann der Mut zur Liebe alles verändern? Bube der Löwe, er war bei dir am Felsen. Was hat er dir gesagt? Ich schaff das. Ich schaff das. Ich wollte nur sagen, du musst keine Angst haben. Ohne dich wäre ich jetzt nicht hier. Weißt du, dass die Menschen immer ganz still werden, wenn sie in einen Sonnenuntergang blicken? Auf der Spur des Löwen. Es hat etwas Magisches.